that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 18.11. Neue Jorvik'sche Urpferde sind da und die werden wir uns gleich anschauen. Ich bin so gespannt, wie sie aussehen, denn auf den Fotos sahen die neuen Farben richtig gut aus. Ja, ich habe mich direkt mal abholen lassen, denn heute kam ja schon ein Video raus mit meinem neuen Heimatstall und hier ist er. Und heute ist unglaublich viel los hier. Und wo sind die neuen Urpferde? Wo sind sie? Wo kann ich sie finden? Irgendwo hier. Ich weiß gar nicht, wo hier die Verkaufsstelle ist, aber ich bin sicher, wir werden sie finden. Und ansonsten muss ich mal kurz die Map aufrufen. Oh Gott, da ist natürlich gar nichts gezeigt, aber irgendwo hier sollten sie sein. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbeigegangen. Ich klicke gerade hier alles an, obwohl ich gar nichts anklicken will. So, wo kann man denn die neuen Urpferde sehen? Oh, hier ist Token. Ja, nehme ich jetzt aber nicht mit den guten Token. Weil da wollten wir ja nochmal ein extra Video machen. Warte, da oben, da stehen auch so viele Leute. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ich sehe sie. Okay, schauen wir uns mal die neuen Urpferde an. Übrigens ist das heute auch schon alles bei den News. Es gibt nichts weiter Neues, außer dass neue Farben der Urpferde gekommen sind. Und ich glaube, ich habe da auch schon so einen Favoriten. Okay, wir schauen mal erstmal dieses hier an. Guten Tag. Auch alles mit Blau wieder und ich liebe Blau irgendwie. Blau ist ja meine Lieblingsfarbe. Ich weiß nicht, ob es einige von euch vielleicht wissen, aber Blau ist einfach meine Lieblingsfarbe. Und deswegen bin ich von Blau immer mega krass begeistert. Und ja, so ein bisschen was Schimmeliges hat es ja auch. Und total schön. Ich habe leider keine Starcoins, das ist das Problem. Ich hätte vielleicht beim letzten Starcoins-Wochenende zuschlagen sollen, aber das habe ich nicht getan. Und die schönen blauen Augen. Oh mein Gott. Okay, schauen wir uns aber das nächste an, denn das ist auch blau. So, halt. Kann ich die schon anwählen? Ja. Diesmal Schimmel mit Blau. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Nüstern so rosa sind. Ihr wisst ja, das mag ich immer nicht so gerne. Ich mag lieber, wenn die Grundfarbe schwarz ist, anstatt hautfarbend. Aber wie nennt man das? Das nennt man doch wieder anders hier, ne? Anstatt Schimmel. Schimmel sind doch die, die tatsächlich eine schwarze Grundfarbe haben. Also Hautton. Und das sind dann... Oh mein Gott, helft mir auf die Sprünge, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wie da nochmal der Schimmel hieß. Oh, ich komme echt nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Finde ich sonst auch wirklich sehr schön, aber ich glaube, den anderen finde ich noch ein bisschen schöner. Oh ja, den anderen finde ich ein bisschen schöner. So, aber wir haben hier noch mehr, die neu sind. Unglaublich. Und dieses hier finde ich auch richtig toll. Das hat irgendwie total was so von einem Fuchs oder einem Luchs oder so. Also daran erinnert mich das irgendwie. Ich mag die Färbung richtig gerne hier. So ein bisschen Buckskin-mäßig halt, ne? Und ja, ich weiß nicht, es ist halt... Mich erinnert das einfach an einen Luchs. Voll. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Einfach voll der Luchs. Gerade hier so, hier die Färbung am Kopf finde ich echt richtig, richtig schön. Gefällt mir. Oh, du gefällst mir. Oh nein. Warum gefallen mir die denn alle so? Oh, warte, hier ist ja noch eins. Oh, das schauen wir natürlich an. Und du bist auch schön. Ich habe hier relativ wenig braune Pferde. Und vielleicht kommt tatsächlich dieses Mal noch eins dazu. Weil die sind wirklich schön. Und ich kann mir auch diese spitze Mähne sehr gut vorstellen. Bei denen. Ich denke, das würde vielleicht auch richtig schön sein. Oh, du bist auch schön. Oh, und diese sehr braunen Augen. Und ich liebe ja sowieso die Ohren, ne? Die erinnern mich so an Luchs und ja... Auf jeden Fall Luchs. Ich weiß, Mavari ist es halt eigentlich auch, ne? Aber das sind für mich total die Luchsohren. Okay. Hier haben wir das letzte... Oh, ich hänge fest. Ups, halt. Ja, Frostcookie wird schon ein bisschen unruhig. Das letzte Exemplar. Oh, was für schöne grüne Augen. Ja, ich habe ja schon Apple Pie das letzte Mal gekauft. Ne, wegen der wunderschönen grünen Augen.
Und guckt euch mal diese schönen grünen Augen an. Die sind noch ein bisschen dunkler als bei Apple Pie. Voll schön. Oh, ich liebe grüne Augen bei den Pferden hier. Oh mein Gott. Also wenn ich mir dich kaufe, dann wirklich wegen der Augen. Aber auch total schön. Oh, die Ohren machen das halt wirklich auch sehr aus, ne? Also für mich persönlich machen die Ohren das sehr aus. Ich finde die so toll. So unglaublich schön. Ah, ein Traum. Einfach ein Traum. So, und irgendwo gibt es hier doch noch das orangene Pferd. Denn das orangene Pferd gibt es nur bis Ende des Jahres hier in Star Stable zu kaufen. Und dann gibt es das nur in der App. Also Star Stable Horses. Nur das muss ich jetzt erstmal finden. So, dank ein paar netter Hinweise der ganzen Mädels hier haben wir jetzt auch das orangene Pferd gefunden. Also das orangene Urpferd. Denn das befindet sich tatsächlich in Fort Pinter, damit es auch wirklich jeder kaufen kann. So, da haben wir es ab Level 1 nämlich verfügbar. Mit orangener Mähne und orangenen Augen. Ich mag Orange. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schön tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das schöner finde als die anderen. Das wird noch so die Frage der Fragen sein, wenn es soweit ist, dass ich mir ein neues Urpferd kaufe. Das heißt übrigens Embermane. Auch ein irgendwie schöner Name. Ich glaube, man könnte das dann, wenn man es kauft, sogar genauso nennen, was ich auch sehr schön finde. Ich mag diese spitze Mähne halt total gerne. Das finde ich hier sehr, sehr schön. Was mir nicht so gefällt, ist, ja, ich glaube, da kann man schon blau zu sagen, ne? Zu dieser Fellfarbe. Sagt man da schon blau zu? Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, dass sowas schon im Bereich von blau gehört. Und das gefällt mir in Kombination nicht ganz so. Ich hätte lieber komplett schwarz gehabt. Dann würde ich es noch schöner finden. Aber naja, sonst finde ich es auch sehr schön. Wie gesagt, und dieses Pferd ist bis Ende des Jahres hier verfügbar in Fort Pinter. Danach im neuen Jahr dann nicht mehr. Dann gibt es das nur noch bei der Star Stable Horses App zu kaufen. Also es ist nicht komplett weg. Man kann es immer noch durch die App kaufen, aber nicht mehr so hier frei verfügbar. Und ja, da muss man sich schon überlegen, möchte man das nicht? Weil ich persönlich bin ja jemand, die nicht so Lust hat, die Horses App zu benutzen. Und generell ja nicht so ein Handyspiel-Fan ist und deswegen habe ich auch noch nie ein Pferd von der App übertragen ins Spiel. Und ich möchte da auch keinen Bug benutzen, dass es schnell wächst oder so. Und deswegen, ja, kenne ich das Problem natürlich auch, wenn einige sagen, ja, wenn es dann in der Horses App ist, dann kaufe ich es mir eh nicht mehr. Wird bei mir genauso sein. Deswegen muss ich da ein bisschen überlegen, welches es wird. Mal schauen, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, nächste Woche gibt es übrigens dann neue Abenteuer in den Wildwoods. Da können wir auch ganz gespannt sein. Und ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Vielleicht zum Pferdekauf-Special. Oh, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.